Großstadtfreie für das Rennen, das Hauptrennen des heutigen Tages hier in Rosenbach, und den großen Preis der Startklasse Rhein-H, Rennen der Riese der A-B- und C-Klasse.
bin. Jetzt geht es um die Bremen der Familie Löbner. Geworden zu sein. Hier am Band Abnahme der Währung. Ja, wie gesagt, die Neunen. Ja, der Vorsprung ist etwas geschrumpft aufgrund des Versuchs der drei hier Anschluss zu finden. Er beträgt 40 Sekunden. Rundenvorsprung auf das Hauptfeld. Glücke zur dreifachen Barprämie. Glücke zur Prämienrunde. Wiederum 35. Und da kann ich nicht noch 4-5 Stunden trainieren. Das ist nicht gut. Geteilt. Wir haben jetzt eine Verfolgergruppe und dann das Hauptfeld. Glocke zur Wertungsrunde, Glocke zur Wertungsrunde. Glocke zur dreifachen Barprämie. 35 Euro. Der Verfolgergruppe ist größer geworden. Mehr Fahrer, die ich hier auf die Verfolgung gemacht habe. Nun die Glocke zur Wertungsrunde. Glocke zur Wertung. Joshua Arke, Allheil Kerzenheim mit einem Punkt. Wir haben nach der Hälfte des Wettbewerbs Marco König, die Quattro Bikes mit 15 Punkten. Und der vierte Platz wird von der 3 belegt von Joshua Asel, Allheiz. Unsere zwei Verfolger sind in 3 geworden. Die 23 ist wieder zugekommen. Thank you.
Dienstag fahren wir nur auf Schipperstadt, weißt du? Da ist ja extra eine C-Klasse, da kann er da hoffentlich schon sich das gut erholen, ne, Zweiter. Das hat schon. Aber der Kat ist nicht die Fernseh, Kat ist schön, ne? Ja, okay. Du musst, glaube ich, gleich spitz sein, ne? Das ist runde Runde, will ich auch nicht. Das ist auch ein bisschen runde. Da kannst du zwei mitmachen. Ja, schon nicht Tempo nur fahren, ne? Ja, dann kann man nicht sein. Ja, das ist immer so der Leiter. Das ist ja wahrscheinlich ein Wunschblick, der Leiter nicht. Das muss ich nicht sagen. Ach ja, alle. Ich bin der Lösung, aber...
35 Punkte nach zweiter Position. Das Rennen hier am Band beendet. Alle eingeholten Fahrer beenden das Rennen. Das Rennen hier zu Ende. 1 Minus. Komm! Herzlichen Glückwunsch und Gratulation an unsere drei Sportler, die sich heute hier auf die 3S platzieren. Gut, ich hätte nie gedacht, dass die Gruppe so früh geht. Ich meine, an dem Anstieg, eigentlich ist es immer so ein Rennen, dass nach dem Anstieg die irgendwann oben auf der Gruppe die Gruppe geht. Und dann war es eigentlich typisch, habe nicht wirklich attackiert, habe einfach durchgezogen. Dann waren wir 4 Mann, meine Jungs haben natürlich super gebremst. Und dann wurde ich Kaiser eigentlich ein schneller Mann. Aber ich konnte halt dann schon ihn immer so ins Laktat bringen an den Anstiegen, dass ich dann tatsächlich heute ein bisschen gegenhalten konnte. Es kam auf die Schlusswertung an und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben dann diese Gruppe auf der Geraden eingeholt. Und ja, Sascha hat mir super den Sprint angezogen und dann habe ich ein bisschen profitiert davon, dass Kai war eingebaut, ich nicht. Und dann habe ich das Rennen gewonnen, ja, und so war ich natürlich dann super happy. Ja. Am Schluss war alles ein bisschen Zufall. Da wusste ich eigentlich auch nicht mehr, welche Spitzengruppe ist, ob wir überrundet haben oder nicht überrundet haben. Ja, und der Schlusssprint war dann chaotisch, weil wir dann in die eine Gruppe da reingefahren sind und die Zielkurve ist saugefährlich. Also da habe ich schon genug Stürze gesehen und das wollte ich auf jeden Fall nicht. Ja, das Podium wollten wir heute fahren und es hat geklappt und damit können wir uns zufrieden geben. Wir waren heute nur zu dritt da. Andere sind heute in Stuttgart gefahren und ja, ich denke am Dienstag, dann gibt es wieder ein neues Rennen. Also es war überhaupt nichts geplant, es hat sich halt einfach so ergeben, dass wir direkt noch 2 oder 3 Runden sind wir von vorne richtig schnell gefahren. Und dann waren wir 4 Mann, haben gesehen, das Loch geht auf und dann haben wir halt mal richtig durchgezogen von vorne und dann wurde das Loch doch schnell über den Feldweg und dann hat es gepasst. Also wir hatten immer Informationen von außen bekommen, da haben wir geguckt, dass wir halt noch die Prämie bekommen und fahren nicht so schnell ins Feld rein, weil wenn wir ins Feld reinfahren, können die anderen ja auch immer mitsprinten. Das haben wir halt schon immer so ein bisschen kontrolliert, sage ich jetzt mal von hinten. Ja, auf jeden Fall, wir haben direkt von Anfang an sind wir voll zusammen gefahren, haben an einem Strang gezogen und das hat dann super gepasst. Weil wenn einer halt nicht mitführt oder so, dann harmoniert die Gruppe nicht und dann läuft es halt auch nicht. Aber wenn wir dann alle zusammenfahren, dann passt das sehr gut.